Das ist Bayern. In Bayern leben ganz viele Menschen, die unterschiedlich sind. Und alle gucken ganz viel Fernsehen, hören Radio oder Podcasts, lesen Zeitungen oder sind online unterwegs. Diese Medien haben Einfluss darauf, wie die bayerischen Menschen die Welt sehen. Medien können uns auf neue Gedanken bringen, weil sie uns Dinge zeigen, die wir sonst in unserem Alltag nie sehen würden. Dass es diese Medien überhaupt gibt, dafür sind die Rundfunk- und Medienhäuser verantwortlich. Die produzieren das, was die vielen unterschiedlichen Menschen in Bayern sehen, hören und lesen. Und damit diese unterschiedlichen Menschen auch mitentscheiden und kontrollieren können, wie sie selbst in den Medien vorkommen, gibt es Rundfunk- und Medienräte. Die bestehen aus VertreterInnen verschiedener Berufe, Parteien und gesellschaftlichen Gruppen. In den bayerischen Rundfunk- und Medienräten sind bisher aber leider keine queeren Menschen vertreten, obwohl sie rund 10% der Bevölkerung ausmachen. Komisch, oder? Kein Wunder also, dass queere Menschen und ihre Themen in den Medien fast gar nicht vorkommen. Und wenn, dann oft als Klischee. Wenn du das, wie wir, ändern willst, dann unterschreibe jetzt unsere Petition Queer und sichtbar in den Medien, damit queeres Leben in den Medien genauso gezeigt wird, wie es in Wirklichkeit ist.